Ja, hallo und herzlich willkommen als Garten. Ja, ich weiß, im Sommer bin ich anstrengend mit Unkraut, mit meinem Feld und jetzt mit meinen Tierchen. Aber jetzt habe ich auch die Zeit, mich ein bisschen mehr mit den Tieren zu beschäftigen, ihr Verhalten zu schauen, mir anzuschauen, ihnen zu folgen. Und die sind ja so süß. Ich wollte immer Hühner und Enten haben. Jetzt endlich ist es mir gelungen. Gänse waren ja auch schön, aber der Ganter war ziemlich aggressiv den Hühnern gegenüber, auch der Katze. Und jetzt läuft auch die Katze, die liegt da und die Enten gehen an ihr vorbei. Die lassen sie einfach links liegen, haben kein Interesse. Der Ganter hätte sie schon gejagt und gezwickt. Bei den Enten ist es anders. Die suchen halt das, was sie wollen, was ihnen schmeckt, was ihnen zusagt und laufen mit den Hühnern mit. Und das finde ich so schön. Hey, das habe ich mir immer gewünscht, dass die Tiere zusammenhalten. Und wenn die Enten da im Gras mit ihren Schnäbeln sind, dann passt der Hahn auf und gibt ein Warnschreien, wenn was ist. Ansonsten, ich finde das so herrlich. So was habe ich mir auch gewünscht. So habe ich es mir vorgestellt, dass die Tiere zusammen sind und sich nicht bieksen. Und natürlich bieksen sich die Hühner immer wieder beim Essen oder keine Ahnung. Wenn einer dort scharrt und uns, da kommt eine andere und ist der Meinung, ich bin die Ranghöhere, ich scharre jetzt hier, dann biegst sie hin. Aber das ist normal, das ist bei den Menschen genauso, dass man Meinungsverschiedenheiten hat. Und ja, Mensch und Tier ist nicht viel Unterschied, sage ich mal. Und das ist so herrlich. Es ist wirklich herrlich. Also Dauriel lässt sich nichts gefallen, die biegt schon mal zurück. Hey, aufhören! Die biegt schon mal zurück, die lässt sich nichts gefallen. Aber das ist normal. Es wird nicht blutig, es wird nicht brutal gekämpft. Ja, und die Nebelbank ist noch da. Ja, und die Hühner haben ihnen alles weggefressen, das heißt, ich muss ihr das reingeben. So, ich schaue täglich nicht, aber alle 2, 3 Tage schaue ich auf dem Feld, ob ich noch was ernten kann. Ein bisschen was konnte ich schon ernten. Es ist nicht viel, ein paar Paprikas, Peperonis, ein paar Äpfel habe ich eingesammelt und jetzt werde ich schauen, was ich noch an Bohnen kriege. Vielleicht kriege ich noch was fürs Abendessen zustande. Mal schauen, ich zeig's euch. Schaut euch bitte diese Bohne an. Die hat so viele Blütenansätze. Geerntet habe ich eine ordentliche Portion für uns für heute Abend. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe dort, ich glaube, das war so ein Kübel, mit schrumpelige Kartoffeln geschmissen und mit Stroh bedeckt. Jetzt schauen wir uns an, ob da was geworden ist, weil meine Hühner haben da gescharrt und gewütet und ich habe da schon ein paar Kartoffeln gesehen. Und das schaut nicht mal so schlecht aus. Das schaut nicht mal so schlecht aus. Zuerst nehme ich das ganze Kraut da weg. Oh, da ist schon die erste Kartoffel. Na gut, ein paar kleine. Kriegen halt die Hühner. Aber mal schauen, was. Oh, oh, guck dir das. Oh, schau dir das an, Schatz. Schau dir das an, bitte. Ist das nicht geil? Einfach nur zugedeckt mit Stroh von den Gänsen. Und ja. So kann man auch ernten. Das dürfte die Mutterkartoffel gewesen sein, ja? Sind viele kleine. Die nehmen wir natürlich auch, die kochen wir für die Hühner dann. Das kommt auf den Kompost. Oh, was da zum Vorschein kommt. Na. Auch wenn die klein sind, die Hühner werden sich darüber freuen. Na, gehst du weg, da Esme? Das ist nicht für dich gedacht jetzt. Das sind alles die Kartoffeln, die ich da hergeworfen habe.
ich es. Oh. Oh, schau dir das an. Schau dir das bitte an. Ist das nicht geil? Oh, guck. Und wir haben jetzt Oktober, Mitte Oktober, ja, kann man sagen. Der 14. ist es. Da haben sich die Ameisen dran gemacht. Oh, guck mal, Schatz. Nichts gemacht, nicht angehäuft, gar nichts. Wir hatten halt genügend Platz in dem Stroh zu wachsen. Ja. Die, das weiß ich nicht. Doch, nee, das gebe ich weg. Ja, ich habe die Kartoffel rausgeholt. Ich habe mir gedacht, ich hole vielleicht so einen Kübel. Ein halber Schubkarren ist es gepasst geworden. Und das sind wirklich schöne Stücke. Also so große, kleinere als Pellkartoffel. Und dann ganz kleine für die Hühner und für die Enten zum Kochen. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Dafür, dass wir die einfach nur hingeschmissen haben, Stroh drauf. Und ja, sind das schöne Kartoffeln. Also Kartoffeln werden auch schön, wenn man sie in einen guten Boden gibt. Das war eigentlich unser Komposthaufen, wo wir immer unser Stroh reingeschmissen haben. Und das ist eine schöne Erde geworden. Ja, abgedeckt nur mit Stroh von den Gänsen aus der Garage. Und das ist mein Ergebnis. Es hätte nicht besser sein können. So, da kam ein Kommentar von Inge. Jetzt habe ich nicht gelesen den Nachnamen, aber Inge ist mir hängen geblieben. Hühner und Hühner, also Küken, Hühnerküken und Entenküken nicht zusammen aufziehen. Hatte ich auch nicht vor. Ich wollte ja sowieso im Frühjahr, so früh wie es nur geht, mir wieder Eier vom Hühnereier in den Inkubator geben und für Nachwuchs sorgen. Und wenn es dann bei den Enten soweit ist, wenn ich genug Eier habe, das wird wahrscheinlich April, März, April sein, dann will ich von denen auch ein paar Eier in den Inkubator geben, so dass ich auch ein paar Enten habe. Und ja, zusammen würde ich die auch nicht großziehen, weil, ja, ich weiß nicht, ist mir irgendwie zu riskant. Da fehlt mir die Erfahrung, wie benehmen sich die Erpel gegenüber den Kleinen, geht eine andere Ente auf die Entenküken von einer anderen Ente los. Da fehlt mir wirklich die Erfahrung. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, aber das hatte ich sowieso vorgetrennt, aufzuziehen und zu brüten. Pell haben eine Schwanzlocke hinten, auch die Haubenenten. Es hat aber nur Donald eine Locke. Die anderen sind noch zu jung, die haben das noch nicht. Aber das sind definitiv Erpel. Man erkennt sie auch am Schnabel. Die haben so einen dreieckigen, auf dem Schnabel so einen dreieckigen schwarzen Fleck. Und das ist auch ein Zeichen für einen Erpel. Und ja, drei Erpel, drei Enten. Mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall, ich liebe meine Tierchen. Ich habe dort umgegraben noch ein bisschen, wo ich mir was setzen möchte im Herbst, also Zwiebeln und Knoblauch. Und wenn man umgräbt, kommen ja Regenwürmer zum Vorschein, Eier vom Nacktschnecken. Also meine Enten waren total narrisch auf die Regenwürmer. Und die haben sich regelrecht um die Regenwürmer gestritten. Also alle Achtung. Die lieben auch Regenwürmer, nicht nur Nacktschnecken. Fleischfresser, sag ich ja. Fleischfresser, keine Vegetarier. Die Gänse, die waren Vegetarier und sind auch krank geworden. Die Enten, die fressen Fleisch. Und ja, ich bin stolz auf sie. Da kam ein Kommentar, ich solle keine Schnäppchenhäuser anbieten. Ich biete gar nichts an. Ich habe nichts und ich biete auch nichts an. Ich habe es nur gesehen, habe mir gedacht, weil ja so oft die Frage kommt, ob ich irgendwo ein Haus
weiß zum Verkaufen, habe ich mir gedacht, für die, die was Interesse haben, nehme ich es auf. Kontakte herstellen müsst ihr schon selber alle. Ich biete nichts an. Und ich verkaufe auch nichts. Ich habe nichts zu verkaufen. Alles, was ich mir anbaue, einkoche, ist für mich, für Eigenbedarf, eventuell für die Familie. Meine Schwägerin kriegt von mir, die versorgen wir mit Eiern natürlich, mit Kartoffeln, mit Bohnen. Das, was sich ausgeht, die soll ja nicht unbedingt kaufen müssen. Wir bauen ja recht viel an. Dafür kriege ich von meiner Schwägerin halt andere Sachen wie Gläser zum Einkochen oder Flaschen oder was auch immer. Das ist sowas wie ein Nehmen und ein Geben. Und ich biete nichts an und verkaufe auch nichts. Und das mit dem Haus, kam mir halt auch öfters die Frage, ob es nicht irgendwo ein Haus gibt, ob ich nicht wüsste. Ich habe es zufällig gesehen beim Einkaufen fahren, habe mir gedacht, okay, zeige ich es her. Kontakte herstellen muss jeder für sich. Und dann kam auch die Frage, wie es der Kleopatra geht. Die zeige ich euch. Ihr Federkleid wächst wunderbar nach. Hühner kommen in die Mauser, das dauert 6 bis 8 Wochen. Ist nun mal so, das ist der Lauf der Natur, da kann man nichts dagegen machen. Wir werden ja auch älter, wir verlieren unsere Zähne mit der Zeit, dann müssen wir uns die Dritten besorgen, dafür ordentlich zahlen. Bei den Hühnern ist es so, die verlieren ihr Federkleid, in der Zeit legen sie auch keine Eier. Und ja. Ja, alles gut, Schatzi, alles gut, alles gut. So, und da kann man sehen, ihr Federkleid erneuert sich und sie mag das gar nicht, ja. Das heißt, ihr geht's wieder gut, keine Sorge. Ihr geht's wieder gut. Sie hat alles gut überwunden. Sie ist eine Kämpfernatur. So, wir haben den Hühnerstall ausgeräumt, sauber gemacht. Wir hatten hier aber eigentlich nur einen Haufen. Und die Hühner waren aber sehr fleißig. Die sind sehr fleißig. Die haben alles hier auseinandergescharrt. Darüber bin ich glücklich. Aber mir fehlt eine Henne und ein Hahn. Jetzt möchte ich schauen, wo die sind. Hier heraus sind die nicht. Ist mir vorhin schon aufgefallen, als ich hier was aufgeräumt habe und dort mein Holz geschlichtet habe, was sie geschnitten haben, ist mir aufgefallen, dass der Hahn nicht da ist und eine Henne. Mal schauen, ob das die Henne ist, die ich suche. Ist das die Henne? Nein, das ist sie nicht. Eine ähnliche fehlt mir und der Hahn. Schatz, kannst du mir aufmachen, bitte? Ach. Seid ihr verliebt? Schau dir das mal an, Schatz. Ja, wir gehen schon wieder. Wir haben aufgeräumt, sie haben Stroh gekriegt und Sägespäne. Es riecht wunderbar wieder im Hühnerstall und wir lassen die zwei Verliebten in Ruhe. Ich glaube, aber ich weiß nicht, warum steht er bei ihr? Das ist mir so ein Rätsel. Wenn es jemand weiß, warum der Hahn bei der Henne steht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin etwas überfragt, warum ist der Hahn bei der Henne und sie zieht immer mit ihrem Schnabel Stroh an sich ran. Ist etwas seltsam. Und meine Enten. Donald frisst mir aus der Hand. Der mit der Locke. Der, was bei Dagobert und bei Heidi gerade ist, der frisst mir aus der Hand. Und es hat geheißen, ich habe im Internet so ein bisschen recherchiert, es dauert 3 bis 6 Monate, so ungefähr, so viel ich es verstanden habe, bis die Enten zutraulich werden. Bei mir sind es gerade mal 3 Wochen, ich bin so glücklich darüber. Er frisst mir aus der Hand. Mal schauen, ob ich das wieder zustande bringe. Hier kommt ihr nicht. Hier kommt ihr, guck. Ich habe hier einen Stachel. Hier kommt ihr. Hier kommt ihr. Ja. Come here.
Da ist ein Regenwurm, komm. Ja, muss ich ihn wieder mal anlocken, dass du kommst. Der war auch klein, ich weiß. Der war richtig klein, der Regenwurm. Mal schauen, ob ich einen größeren finde. Ja, ich schaue schon nach größeren Regenwürmern. Kannst du mich vorne ein bisschen drücken, dass ich einen finde? Ich sag dir Bescheid, wenn ich einen gefunden habe. Regenwurm, komm. Ja. Na komm, Schatzi. Ich habe keinen Handschuh an, deswegen. Na, wer will's? Wer will's haben? Ja, komm. Wer willst du's? Wer will den Regenwurm haben? Ja, komm. Ja, komm, Donald. Willst du? Will auch nicht. Jetzt habe ich es aufgenommen. Das ist immer wieder herrlich anzusehen, wie die Enten und die Hühner zusammenlaufen. Ich habe auch sehr, sehr viel Geduld für die Enten gehabt, habe mich langsam an sie rangetastet und wie ihr sehen konntet, die eine oder andere frisst mir schon aus der Hand. Nicht immer, nicht sehr oft, aber doch. Und das ist für mich immer dann so ein Erfolg, da kann ich mich wieder darüber freuen und denke mir, ja, irgendwas muss ich ja doch richtig gemacht haben, denn sonst wäre das nicht der Fall. Die hübsche Cleo. Ja, die kennen die Tür, die wissen, dass sie da immer rausgelassen worden sind. Ansonsten, ja, meine hübschen Mädels. Im letzten Video, vorige Woche, kam ein Kommentar mit den Kolben, Maiskolben. Mit denen zünde ich nicht das Feuer an, die gebe ich dann, wenn ich genug Glut habe im Feuer und das brennt wunderbar und heizt auch. Nicht so viel, weil sonst wird der Ofen zu heiß, es passiert nichts, aber ich würde sonst die Energie verschwenden. Das brennt nur einmal und ja, wenn das brennt, dann wird es richtig heiß. Je schneller das brennt, desto schneller kühlt es auch ab. Ich gebe immer 3-4 Kolben rein und das hält die Hitze an und ich wärme mich dran, koche und ja, wie gesagt, Maiskolben sind super Sache. Meine Ente lacht mich gerade aus, ja, naja, die sind ja aber so süß. Wie gesagt, es wird nichts verschwendet, Mais geht an die Hühner und Enten und die Kolben für mich ins Feuer. So, und dann wurde ich auch gefragt, ob ich weiß, was mit Kevin und Kim los ist, Auswanderer 22. Und zwar, ja, die hatten doch eine Katze, die ist davongelaufen, die war 10 Tage oder 2 Wochen weg. Die haben sie auch zum Tierarzt bringen müssen, weil die war dann krank und die ist leider verstorben. Und habt Nachsicht mit ihnen. Denn ich verstehe das, ich kenne das. Als mein Kater gestorben ist vor 2 Jahren, da war ich 2 Wochen lang nicht ansprechbar. Es ist schlimm, wenn Hühner sterben oder umgebracht werden, aber eine Katze oder ein Hund, das ist ja doch viel enger, eine engere Beziehung. Und das, ich hatte damals noch keine Hühner und keine Haustiere, außer den Kater und die Katze. Folgedessen verstehe ich das total, habt Nachsicht. Aber die sind noch dabei und ich bin mir sicher, in den nächsten paar Tagen kommt auch ein Video von ihnen da zum Sehen. So viel zu dieser Frage. Dann kam noch ein Kommentar, ich weiß nicht mehr von wem. Die Dame sammelt Gläser jedes Mal ein. Das mache ich ja auch. Nur wie viele Gläser kann man denn schon einsammeln, wenn man nicht so viel einkauft? Ich meine, wir haben uns doch hin und wieder mal was gekauft. Obst eingelegt oder Bohnen oder früher, vor allem früher.
haben uns mehr Gläser gekauft und die habe ich mir alle aufgehoben. Aber letztes Jahr haben wir uns so gut wie keine Gläser und nichts gekauft. Heuer haben wir uns jetzt notgedrungen rote Beete und eingelegte Gurken gekauft, eben damit wir noch ein paar Gläser haben. Wir haben auch schon zwei leer gemacht und zwei von uns Apfelkompott und einmal Quitte Apfelkompott, also jeweils ein Gläschen leer gemacht. Und jetzt habe ich wieder Gläser, jetzt könnte ich wieder einkochen, aber heute nicht mehr, vielleicht morgen, ich weiß nicht. Die Äpfel müsste ich noch ernten und dann zubereiten, dann könnte ich noch was einkochen. Dann kam noch ein Kommentar, wie zutraulich und zahm meine Hühner sind. Die habe ich ja alle im Inkubator ausgebrütet, nicht ich, sondern der Inkubator. Aber ich kenne sie quasi alle vom Ei, Küken, großgezogen. Ich bin immer nett mit meinen Tieren gewesen, habe sie großgezogen, habe mit jedem Einzelnen mitgebankt beim Schlüpfen, habe mitgeholfen bei manchen, die was nicht schlüpfen konnten. Und somit kennen die Hühner mich von klein an, sind so traurig. Die springen mir zeitweise auf den Rücken, einfach nur um ihren Schnabel daran zu putzen. Und die sind halt, ja, ich glaube, die spüren auch, wenn ein Mensch nett ist. Habe ich mir sagen lassen. Tiere gehen nur zu netten Menschen, nicht zu jedem. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall sicher, ich habe sie großgezogen, ich füttere sie ja jeden Tag, gebe ihnen ein Leckerli jeden Tag, mache ihnen sauber, kümmere mich um sie, lasse sie raus, sperre sie ein in der Nacht, schaue, dass ihnen nichts passiert in der Nacht, dass sie in Sicherheit sind und folgedessen denke ich mal, dass die Tiere auch deswegen zutraulich sind. Auch die Enten werden langsam zutraulich. Ihr habt ja gesehen, eines frisst mir aus der Hand. Natürlich muss ich Geduld zeigen und mich langsam an sie rantasten. Sie kennen das ja nicht. Ich denke mal, dass die nicht so nett behandelt wurden. Was ich mir sagen habe lassen, man hat mir gesagt, sag mal so, dass die Enten nicht so zärtlich gepackt werden, wenn sie verkauft werden. Sie werden beim Hals gepackt, in den Sack gestopft und geht schon. Würde ich nie machen. Ich meine, am Hals packen, das würde mir auch nicht gefallen, wenn mich jemand am Hals packt. Folgedessen, ich rufe sie und sie kommen. Mittlerweile laufen sie mir nach. Wenn sie sehen, ich habe eine Schüssel in der Hand oder eine Schale oder irgendwas, laufen sie mir schon hinterher. Und das ist für mich ein Erfolg, den ich für mich abhaken kann und sagen kann, ja, du hast es geschafft. Und eigentlich kann das jeder. Ihr müsst euch nur mit euren Tieren beschäftigen und euch um eure Tiere kümmern. Denn Tiere sind gar nicht so dumm, finde ich. Denn sie laufen nicht jedem nach. Ich bedanke mich bei euch allen für eure lieben, netten Kommentare. Es geht doch unter die Haut, so Kommentare zu lesen von euch, aufbauende Kommentare. Auch kritische Kommentare bekomme ich. Aber ja, wie gesagt, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich kann nicht für jeden 100% perfekt sein. Will ich auch nicht sein, denn dann wäre das nicht ich. Aber das ist nun mal so. Ich lebe auf dem Land. Ich werde früher oder später die eine oder andere Henne wieder schlachten müssen im nächsten Jahr. Der Hahn und die Esme, die dürfen sterben, wenn sie mal alt sind. Da haben wir schon gesagt, die dürfen sterben, wenn sie mal alt sind. Die werden nicht geschlachtet. Die anderen werden früher oder später geschlachtet. Mir wäre lieber später als früher. Aber schauen wir mal, wie viele Küken ich im Frühjahr haben werde, wie viele davon Männchen sind. Denn ich bevorzuge zuerst die Goggeln zu schlachten und die Hühner leben zu lassen. Und dann zeige ich euch noch, was meine Hühner noch so machen. Aber davor sage ich euch noch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Und jetzt zeige ich euch noch meine Hühner, wie viel sie weit laufen können. Die Enten suchen nach Nacktschnecken. Dort gibt es viele Nacktschnecken, das weiß ich. Die Hühner haben das Stroh. Da ihre Hinterlassenschaften verteilt schön. Das haben wir aus dem Hühnerstall rausgerannt. Hier sind auch welche. Und das haben sie mir so schön sauber gemacht. Guckt euch das mal an.
Da haben sie schön sauber gemacht. Die Sonnenblumen habe ich entsorgt und den Rest haben alles meine Hühner gemacht. Ich habe brave Mädels. Mein Hochbeet ist fertig fürs Frühjahr zum Ansetzen. Und jetzt zeige ich euch, wie viel Auslauf meine Hühner noch haben, also den ganzen Garten. Ernte gibt es ja jetzt nicht mehr viel. Und was es gibt, das nehmen sie eh nicht. Also die Chilis greifen sie nicht an. Aber Glöckchen, das ist Kleopatra. Ja, Kleopatra, meine Hübsche. Ja, Kleopatra, du bist eine Süße. Und da sieht man ihr Federkleid. Das wächst schön nach. Die war in der Mauser. Ja, das ist der weiße Goggel. Und dort, sie dürfen alle fast bis zum Feld. Ich muss nur noch mehr den mobilen Zaun hinstellen, damit sie nicht aufs Feld gehen, weil dann habe ich ein Problem. Ja, was denn? Wer jammert denn so viel? Glöckchen, du? Ihr seid doch alle so satt. Also euren Grupp. Zufolge seid ihr satt. Meine Hühner. Wenn das kein schönes Leben ist, dann weiß ich nicht. Und die laufen mir auch schon nach. Ja, was ist denn? Glaubst du, ich habe schon wieder einen Regenwurm? Ich habe keinen Regenwurm, Schatzi. Die ist die letzte.